So, dann ein recht herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Trainerstimmen zum Spiel des SC Magdeburg gegen den THW Kiel am 24. Spieltag der DGB Handball Bundesliga. GTK Arena mit 6.800 Zuschauern ausverkauft. Zur Halbzeit 16:13 entstand dann 31:26. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste. Raul Santos 5 Tore sowie Christian Dissinger mit 5 Treffern. Und auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Matthias Musche mit 7 Treffern und Robert Weber mit 6 Toren, Marco Besiak mit 5 Treffern. Wir bitten nun Gästetrainer Alfred Gieselson um seine Einschätzung dieser Partie. Ja, guten Tag. Also Glückwunsch an SM und an Benno zum Sieg. Das war aus meiner Sicht auch ein verdienter Sieg. Wir haben kurz vor der Pause haben wir einfach 3-4 technische Fehler gemacht oder Fehlentscheidungen getroffen, die dann zu leichten Gegenstößen führten. Was dazu auch führt, dass wir zurückliegen zur Halbzeit mit 3. Ja, für uns war das natürlich sehr schwer, Ole Ramel zu verlieren mit seiner dritten Zeitstrafe kurz nach der Pause, weil da hatten wir schon ziemlich große Probleme in der Abwehr. Er hatte die Aufgabe zweite Halbzeit auf Außen und in Angriff und halb in Abwehr zu decken. Ja, hat für Kleinigkeit diese dritte Zeitstrafe, genau wie die eine davor auch. Ja, und das war dann schon sehr schwierig dann, weil Wuyin nicht die gleiche Qualität in Abwehr da bringt. Ja, und dann ist es natürlich so, dass wir, wenn man hier Chance haben will, dass wir im Laufe der 2004 mit riesen Chancen weglassen. Das darf uns nicht passieren in dem Moment. Jetzt, wo wir uns eigentlich 6 Leute fehlen. Und wir wussten schon, dass sehr, sehr viel klappen müsste, um hier eine Chance zu haben. Aber die haben wir nicht benutzt und Sam hat für den gewonnen. Glückwunsch nochmal. Und alles Gute. Und viel Glück für Hamburg. Dankeschön, Alfred. Bennett, wie schätzt du die Partie ein? Ja, guten Tag. Danke, Alfred. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass wir gar nicht so gut gestartet sind, dass wir so ein bisschen zaghaft gestartet sind, verhalten gestartet sind, haben dann auch dementsprechend ein Ergebnis von 2-3 gegen uns schon nach 10 Minuten. Also da haben wir normalerweise schon das Doppelte an Toren geworfen, haben uns so ein bisschen reintasten müssen in diese Partie, haben dann immer mehr zu uns gefunden, auch zum Tempo gefunden, sind ins Tempospiel gekommen. Ja, und dann haben wir uns halt das 16:13 Halbzeitergebnis erarbeitet, haben uns in der Kabine 4 vorgenommen, haben gesagt, wir wollen gleich rausgehen, daran weiterarbeiten, nichts aufkommen lassen. Das ist uns eigentlich auch gelungen. Wir haben peu à peu uns einen Vorsprung von 4-5 Toren rausgeworfen. Leider ging es darüber hinaus nicht. Kiel kam immer noch mal ran, hat es nochmal verkürzt, sodass man eigentlich bis zum Schluss, 5 Minuten vor Schluss, das Gefühl haben musste, es kann auch noch kippen, wenn man den einen oder anderen Fehler so viel macht. Da ist uns natürlich entgegengekommen, dass wir ein paar freie Bälle halten, dass Yannick das in der zweiten Halbzeit wirklich gut macht. Torhüter funktionieren zurzeit einfach beide. Wie man da wechselt, ist es vielleicht sogar ein bisschen zu simpel als Trainer. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Allgemein gibt mir das ein gutes Gefühl, wie wir als Team auftreten, wie wir uns als Team bewegen. Die Symbiose zwischen Feld und Bank und selbst verletzter Spieler hinter der Bank, die passt zurzeit einfach. Ich möchte das trotzdem alles nicht überbewerten. Ich freue mich, dass die Euphorie da ist. Ich möchte auch die Euphorie nicht bremsen, auch innerhalb der Mannschaft nicht bremsen. Wir sollen weiter so viel Spaß haben an diesem Gewinnen und das einfach mitnehmen. Trotzdem bis jetzt haben wir noch nicht wirklich was erreicht, weil es ist noch ein bisschen was zu tun und wir haben noch einen großen Teil oder der Saison vor uns. Wir sollen uns darauf freuen, was jetzt kommt. Ich habe gerade das Gefühl, dass noch ein bisschen was möglich ist. Aber wir sollen das ordentlich reflektieren, was wir auch jeden Tag dafür tun müssen. Danke. Dankeschön. Bennett, gibt es Fragen an die Trainer? Ja, Mikrofon, bitteschön. Glückwunsch erstmal. Sie haben jetzt eine ganze Woche Pause fast. Das sind Sie gar nicht mehr gewohnt. Was machen Sie da mit der Mannschaft? Das muss ich
muss ich mir erstmal überlegen. Nein, Vorbereitung? Nein, Quatsch. Die ist ersehnt. Ja, Alfred hatte die, glaube ich, jetzt seit langem, seit ewig langem mal vor unserem Spiel. Ich freue mich, eine volle Trainingswoche zu haben. Die Jungs brauchen das auch und die werden auch wirklich 2 Tage frei bekommen, weil ich glaube, dass der Körper ist gut trainiert, den haben wir gut drauf vorbereitet, aber dass der Kopf das jetzt einfach mal braucht, zu Hause zu bleiben, mal keine Handballhalle zu sehen, sich um die Familie zu kümmern. Ja, ich hoffe, dass uns trotzdem das den Rhythmus nicht stört, dass das eher nochmal so die Juckigkeit schnürt, weiterzugehen, weil am Sonntag im Lemgo wird uns ein schweres Auswärtsspiel erwarten, weil er denkt, ja, Lemgo, Tabellenplatz, weiß ich nicht, und wir mit dem Lauf. Wir sind die Gejagten, jetzt wollen uns alle schlagen, es ist ein cooles Gefühl, hat man sich erarbeitet, aber da darf man halt auch nicht sich darauf ausruhen. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann habe ich eventuell noch die Resultate vom Sonntag. Besser gesagt, können ja alle machen vom Spieltag. Und da war Nachholepartie Rhein-Neckar-Löwen gegen Göppingen 31-20. Dann Melsungen gegen Minden 31-27. Erlangen gegen Stuttgart 25-29. Und am heutigen Sonntag dann 31-24 die Füchse gegen Gummersbach. Hannover-Burgdorf gegen TuS-N-Lübbecke 28-26. Die Eulen Ludwigshafen unterliegen Flensburg mit 24-30. Und Leipzig schlägt Lemgo mit 26-19. Und um 15 Uhr denn Hüttenberg gegen Wetzlar. Danke ich recht herzlich. Ich wünsche Alfred Giesler eine angenehme Heimreise nach Kiel. Erfolgreiche Saison weiterhin. Gibt noch viel zu tun für euch auch. Und uns dann natürlich wieder am 22.03. sehen wir uns wieder hier in der GTK Arena gegen die SG Flensburg Donnerstagabend. Bis dahin, Dankeschön.